So, hallo. Moment. Hallo und herzlich willkommen zum Spiel Strafe King Gods im ESL Weekly Cup Nummer 74. Sind wir jetzt hier. Und es ist ein Best of One und geht erstmal im Viertelfinale jetzt hier. Wenn ich hier sieht. Und zwar genau hier. Sehen wir, dass Strafe gegen Gods spielt im Viertelfinale. Und der Gewinner dieses Spiels wird entweder gegen New Meta oder Fairy spielen. So, damit gehen wir auch direkt in den Draft. Und haben hier Gods Alpha und Strafe. Ja, Doom Faces Void. Im ersten Band schon mal. Sehr metaig. Aber, ich weiß nicht, ob das letzte Spiel war das. War das Finale von Navi gegen NVMI, wo dann doch irgendwie tatsächlich kein Razer gebannt wurde, kein Latin gebannt wurde, kein Faceless Void gebannt wurde und kein Doom gebannt wurde. Und auch Doom und Void komplett ignoriert wurden. Das scheint hier mal nicht der Fall zu sein. Und ja. Schauen wir einfach mal, ob hier in der ESL, im ESL Cup Pocket Strats ausgepackt werden. Oder ob das, boah, quasi, keine Ahnung, ob sie das Current Limiter spielen, ob sie countern wollen, wie das halt so geht. Wraith King First Pick, okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Stark, aber müssen sie jetzt, ja, haben auf jeden Fall irgendwas im Kopf, was sie damit spielen wollen. Wraith King First Pick, das ist also das, was sie denken, was ihnen wegpickt wird oder was ihnen weggebannt wird danach. Das ist interessant. Andererseits natürlich zeigt es auch noch nichts von ihrer Strat. Vielleicht gehen sie da einfach auf Nummer sicher. Strafe pickt die Viper dagegen. Wollten sie wohl einfach nur spielen, glaube ich. Natürlich ist es in dem Sinne schon gut konterig, weil Viper slowt halt Wraith King so sehr, dass er nicht drankommt. Aber es ist halt auch wieder, Wraith King kann Support gespielt werden im Blink Dagger, dann kommt er ran, ist nur für den Stun zuständig und den Slow zuständig. Ist also noch viel offen, dementsprechend wohl Strafe will irgendwas mit Viper spielen und Gods will irgendwas mit Wraith King spielen. Und zu viel Interpretation ist da, glaube ich, zu viel. Tidehunter von Strafe gepickt. Auch schön. Und ich nehme an, der wäre auch definitiv gebannt worden danach. Somit haben sie auch jetzt schon relativ viel Teamfight. Da die Viper nach der Ravage zumindest dafür sorgt, dass sie nicht rankommen sollten. Und Tidehunter zumindest den Anchor Smash auf ein paar, auf die wichtigsten Helden rausbekommt nach der Ravage, sodass auch der Damage, ach, sorry, sodass auch der Damage dort von Gods nicht vorhanden sein sollten, wenn das Ravage funktioniert, wenn das alles so passt. Außerdem zwei sehr, sehr tankige Helden wird ein Wraith King Carry jetzt erstmal nicht stören, aber auch ein Wraith King Carry wird sich nicht darüber freuen, dass sein Anchor Smash im Pool ist und ja, gegen Nether Toxin, Corrosive Skin und Nether Strike macht es da nicht so viel Spaß. Poison Strike, Nether Strike, Viper Strike. Ja, fast. Das andere war Pugner. Und Witch Doctor von den Gods aufgepickt. Auch so ein Held, der eigentlich ein Setup braucht. Also nicht unbedingt, wenn das gegnerische Team keine Stunts hat. Kann halt einfach stehen und schießen. Gegen den Tidehunter Ravage dachte ich eigentlich schon, dass man da vielleicht einen Setup braucht. Da die Ravage halt hauptsächlich Witch Doctor die unterbricht. Andererseits ist es halt auch ziemlich gut, als Meta im Hintergrund zu haben. Denn strategisch muss der Titan jetzt warten, bis der Deathward raus ist. Also, ja, im 2 gegen 2 Situation natürlich, wenn da wahrscheinlich noch mehr Helden kommen, die einen Stun haben. Was jetzt im letzten Spiel, na wie gegen NVMI nicht so war. Hatten beide Teams tatsächlich ein Lineup gepickt, was keine Stunts hatte und somit konnte jeder zu jeder Zeit irgendwie rauszipieren, was sehr weird war. Aber keine Spoiler. Vielleicht wollt ihr das noch sehen, vielleicht habt ihr das gesehen und stimmt mir dazu. Ancient Apparition wird gebannt von Gods. Wraith King würde sich gerne mit Life Leech heilen. Witch Doctor hat einen Heal. Dementsprechend, ja, AA hier ein guter Bann. Death Prophet von Strafe gebannt. Ein bisschen das Pushing Potential minimieren. Außerdem ist es ein Held, den sie nicht geburstet bekommen und sehr, sehr viel Physical Damage macht, auch durch den
Anchor Smash durch und den Viper Strike interessiert die Death Prophet auch nicht, von daher hat auch hier ein guter Bann aus der Hinsicht aus. Ja, können wir mal gucken. Strafe sind ein Team. Mal beide Teams kurz vorstellen, beziehungsweise uns die Match davon anstellen. Strafe ist ein Team aus Belarus, was Weißrussland ist, glaube ich. Okay, bevor ich mich hier peinlich mache. Bevor ich mich jetzt hier zum Affen mache, gucke ich lieber nochmal nach. Und zwar... Mein Gott. Und zwar bin ich selbst zu dumm, die Wikipedia zu bedienen. So. Deutsch, Weißrussland. Ha! Okay, habe ich doch gewusst. Anyway. Abaddon auf der Seite von Gods gebannt. Haben halt eingesehen, okay, Viper-Tainter sind verdammt tanky. Lass da mal was gegen tun, dass wir vielleicht irgendwas rausbannen, was heilen könnte. Dazzle wäre dahingegen noch ein Pool, aber dann wäre aber ein weiterer Heiler, der halt auch selber tanky ist. Und Strafe gehen hier für den Silencer. Sehen halt irgendwie, okay, Witch Doctor Ult sieht mal danach aus, als ob vielleicht durchaus das Potenzial für große Ultis da sind, dementsprechend Silencer. Und außerdem hatten sie noch einen Darkseer gebannt, um, ja... Vielleicht hat tatsächlich das eher auf Teamfight gezeigt, aber sie gehen hier einen anderen Weg, anderen Weg nicht unbedingt, aber gehen hier mit Undying und zeigen schon so, dass sie doch vielleicht sehr, sehr Mid-Game-lastig und Mid-Early-Game-lastig orientiert sind, was aber Strafe nicht unbedingt stört, denn Tidehunter und Viper können durchaus im Mid-Game mit einem Undying mithalten. Frage ist halt nur mit Trident und so, auf jeden Fall im Early-Game ist Undying sehr, sehr stark. Ja, wir hatten Strafe, die aus Weißrussland kommen und das Team gestern gemacht haben. Dementsprechend glaube ich noch keine Erfahrung da. Gods haben ihr Team vor anderthalb Monaten erstellt, haben auch eine Facebook-Seite und sind international, ja, zumindest Teile davon sind deutsch. Wie genau hier die Verteilung ist, kann ich euch nicht sagen. Oder? Doch, kann ich euch sagen. Okay. Es scheint hauptsächlich deutsch zu sein, mit teilweise Österreich drin, dementsprechend international hier und kein deutsches Team. Nicht komplett deutsch. Lifestealer von Strafe, auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, tanky, tanky, tanky. Allerdings bin ich mir nicht so sicher. Der Haupt der Damage sollte im Midgame hauptsächlich vom Witch Doctor auskommen, der ja, mit dem Death Ward hauptsächlich sich nicht darum schert, ob ja, Rage an ist oder nicht vom Lifestealer. Außerdem fehlt so ein bisschen der klassische Setup für einen Lifestealer, also einen Pack oder einen Storm Spirit, um halt reinzuspringen irgendwo. Oder Nature's Prophet, was, soweit ich weiß, früher, als man Lifestealer überhaupt noch gespielt hatte im Meta, die Stärke vom Lifestealer aufgemacht hat. Dieses hohe Jump-In-Potenzial, was halt zum Zweier-Jump-In-Potenzial wird mit dem Infest. Halt die klassische Infest-Bomb. Ah, vielleicht wollen sie hier einfach nur einen großen tanky Meatball haben, der auf Tower losgeht und Silence unterbricht alles, was sie dagegen machen sollen. Kann natürlich auch sein. Dann wäre unter Umständen tatsächlich ein Dazzle für Strife hier interessant. Also, ja, Titan der Offlane, Viper Mitte. Silencer Support, Lifestealer, ja. Carry Silencer, Lifestealer, Woods? Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Carry Lifestealer, Silence Support und vielleicht ein Dazzle würde relativ gut reinpassen. Und Lifestealer Viper sollte genug Damage machen mit Ravage ins Unterbrechung. Klingt für mich nach einem Team. Aber mal schauen, was Strafe sich hier so denkt. Gods hingegen haben wahrscheinlich Undying Offlane. Wraith King Witch Doctor da drin. Von daher könnten sie entweder noch einen Support gebrauchen. Oder den Undying als Support nehmen und einen guten Offlaner nehmen. Void ist halt raus. Sie nehmen einen Offlaner, nicht das Prophet. Vielleicht ist es ein Anti-Pick hier. Aber, naja, weiß ich nicht. Gehen hier vom Teamfight weg, haben Nature's Prophet, um zu Split pushen und vielleicht
gut zu deffen, aber sie haben auch keinen Counter-Push. Andererseits hat Strafe auch jetzt nicht direkt die Minions zum Pushen. Also, ja. Synergy noch nicht so ganz ersichtlich, weiß ich nicht. Was halt tatsächlich relativ gut für Nature's Prophet Game ist, ist, dass sie keine Stunts haben, außer Ravage. Somit sollte der Nature's Prophet eigentlich mit dem TP immer wegkommen, wenn er nicht den Damage hat. Was ja ganz praktisch ist. Es könnte eventuell ein Blinkdagger-Game sein. Weiß ich nicht, nee. Naja, kein Blinkdagger-Game wahrscheinlich. Ist praktisch gegen Wisp, aber sonst nicht so wirklich. Aber halt auf jeden Fall ein TP dabei haben und einfach raus-TPen, wenn irgendwas ist. Man kann sogar ein E-Blade einfach, ja, Ghost Scepter kaufen, raus-TPen und weitermachen. Könnte also derweil ein relativ gutes Game für Nature's Prophet werden. Strafe bannt hier den Tinker noch. Hatte ich jetzt für ein bisschen Overkill in Sachen Split-Push, aber kann durchaus sein. Und würde halt auch den nötigen Damage von Gods geben, aber Gods, glaube ich, brauchen, ja, entweder einen eine Mitte brauchen sie eigentlich. Benny die Visage. Ja, wäre ein Setup durchaus für einen Lifestealer. Außerdem brauchen sie halt noch einen Support. Aber mal schauen, ob sie mit dem Dazzle hier gehen. Oder was sie sonst noch so picken. Und ja. Ja, Gods brauchen, glaube ich, eine Mitte. Das ist das Sinnvollste. Prophet kann mal Mitte schicken. Das war gegen den Viper nicht so sinnvoll. Gegen den Viper ist der Razor, der gebannt wurde. Und, ja. Gegen den Viper in der Mitte ist relativ böse. Egal, was man spielt, von daher. Müssen sie da auf jeden Fall irgendjemanden spielen, wo der Mitspieler mit komfortabel ist. Denn gegen den Viper brauchen sie wissen Zeus als letzter Pick. Support Zeus. Interesting, interesting. Erstmal keine Synergy da, aber durchaus, ja, Damage nehmen. Jetzt haben sie halt nicht nur den Physical Damage, sondern auch den Magical Damage, was durchaus sinnvoll ist, da sie halt sonst eben, wie ich schon gesagt hatte, hier Ghost Scepters und so einfach kaufen könnten. Außerdem haben sie jetzt mit dem Lightning Bolt den Stun, um Nature's Prophet abzuhalten. Und Blink Dagger ist komplett raus. Denn zur Not kommt einfach ein Thunder God's Wrath. Ulti an Buds. Der, ja, ist unterbrochen und damit geht es weg. Aber, ja. BKB-TP wäre vielleicht, ja. Eventuell ein BKB für den Prophet, was man nicht will. Und Invoker hier Last Bit. Big habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen, was schön ist. Da ich ihn jetzt wieder sehe. Nicht, dass es schön ist, dass es so lange nicht gesehen hat. Ein Invoker ist sehr, sehr spaßig zuzugucken. Haben wir mit Nature's Prophet Invoker auf jeden Fall ein Killing Potential. Später mit Sprout und generell einem gewissen Global. Also Wraith King Stun. Nature's Prophet kommt rein, Sunstrike rein. Klingt auf jeden Fall sinnvoll. Aber mal schauen, wie das mit der Execution hier so läuft. Wenn beide Teams in Game kommen. So. Okay. Dann gehen wir durch das Lineup. Wir haben auf der Seite von Strafe FFY, der... Okay, ich fange auch mit dem an, der gerade nicht kauft. Na toll. Okay. Mekaratium auf dem Silencer Support wohl, nach den Items zu urteilen. Lifestealer Carry wohl. Viper kauft... Ne, geht auf die Offlane. Hat ein Ward bekommen. Tidehunter ist dann, wird als Support gespielt. Sie haben hier die Viper, die sie auf die Offlane schicken, anstatt dem Tidehunter. Sehe ich nicht so ganz die Sinnvolligkeit, aber mal schauen, werden sie bestimmt Erfahrung mit haben. Und ja, Lifestealer geht auf die Lane. Genau, Lifestealer auf, ja, den Namen will ich gar nicht erst aussprechen. SGB auf dem Tidehunter und Semagod, nicht Semigod, auf dem Zeus. Passt relativ gut vom Namen her. Und FFY auf der Viper, auf der Offlane. Auf der Seite von Gods haben wir, was bisher noch passiert ist, Board auf dem Support Witch Doctor, IBQ auf dem Wraith King, der wohl carryen wird, wie es scheint. Ja, Support Undying, John Trivial. Wir haben einen Drag to Hell, nämlich das Prophet, der auf die Offlane geht, und zu guter Letzt einen inaktiven E-Invoker, der in die Mitte geht, aber irgendwie ist verschlafen, dass das Spiel losgeht. Da kommt auch schon die Pause auf dem Gegnerteam, da auch der andere Midlaner irgendwie Probleme hat. Okay.
Das ist kein guter Start für Gods auf jeden Fall. Wenn sie mal Gott hier zurückkommt, kann er noch den Block machen. Allerdings Invoker hat den Block verkackt. Und sollte hier auf jeden Fall Probleme bekommen, die Lane unter Kontrolle zu halten. Außerdem, Viper hat auch schon den Ward gestellt. Sehr gut für ihn. Ist jetzt nicht der beste Ward. Hier wäre vielleicht... ich kann nicht zeichnen, wenn Pause ist. Wenn da meine Maus ist, wäre es halt besser, um halt noch die Vision hier rüber zu bekommen. Aber erstmal nicht so wichtig. Nature's Prophet hat auch einen Ward. Boots first. Definitiv eine gute Wahl. Da, ja, Gush, wenn es geskillt werden würde, durchaus sinnvoll wäre, um wegzulaufen, um ein bisschen mehr Speed zu haben. Ja, Silencer, Harass kann man weglaufen gegen. Und wenn der Slow rauskommt, ist es immerhin nicht so krass. Durch die Boots. Und ja. Dadurch dürfte er auch von Lifestealer weglaufen können. Zeus ist reconnected. Invoker hat was gesagt. Von daher sollte er vielleicht einen TP kaufen jetzt. Aber es sollte auch so relativ knapp werden. Den Block wird er wohl hier vorne nicht mehr schaffen. Muss wahrscheinlich zum T2 TPen, wenn er einen Block noch hinbekommen will. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin. Geht los, kauft Items und geht zu Fuß. Nun gut. Double Damage unten. Wird wahrscheinlich vom Silencer genommen und geharrassed werden. Damit wären eventuell schon der erste Punkt in Glaives sinnvoll. Einfach um die ganze DD mit Ross zu harassen und sonst nichts zu machen. Aber ja. Treen scout ein bisschen. Schaffen es hier nicht rechtzeitig, die Griefer irgendwie hierher zu pullen oder so. Von daher wird das eine Lane ohne Standards. Schaffen es aber immerhin, den Block zu machen auf dem Pullspot. Somit erstmal beide Lanes gleich schlecht dran. Also gleich gut dran für die Offlaner und für die Tri-Lane relativ schlecht dran. Jo. Die Lane von FFY ist relativ nah an ihm dran. Und da freut er sich auch relativ, auch ganz gut drüber. Das ist das Problem, die erste Lane für Invoker lief nicht so gut. Jetzt ist die andere Lane auch in ein Tor reingepusht. Und ja, er hat noch keine Last jetzt bekommen durch das Positioning. Und Zeus kann natürlich relativ gut mit dem Lightning farmen. 4-0 hier. Hat bisher nur einen Creep verpasst. Ja, Viper ist wahrscheinlich einer der besseren Heroes, um Leute zurück zu harrassen. Aber, ja. Wird die Erfahrung bekommen. Die Frage ist dadurch, dass die Viper nicht in der Mitte ist und kein Early Mech kaufen kann, ist ja die Frage, was macht man mit einer Viper, die nur Erfahrung hat? Ein Tide hat damit nur Erfahrung. Ja, man macht Ravage und hat alle Items, aber deshalb bin ich nicht so überzeugt davon. Aber naja, man werden sehen. Farming zeichnet sich ein bisschen was für Strafe aus, dass sie ein bisschen besser dran sind. Aber noch ergibt sich da noch nichts. Der zweite, ja. Auch der zweite und dementsprechend der dritte Block wird vom Nature's Prophet geschafft. Allerdings ist Lifestealer auch relativ gut dran, die Lane so unter Kontrolle zu haben. Da kann Nature's Prophet bisher noch nichts tun, hat noch keinen einzigen Punkt Erfahrung bekommen. Und somit läuft natürlich die Lane für Strife wesentlich besser hier. Aber er hat hier den Ward. Dementsprechend habe ich nicht ganz verstanden, warum er noch nicht da runtergegangen ist. Klar wird er hier jetzt geharrassed, aber er muss halt auf jeden Fall mal die Supports davon abhalten, ja, irgendwas anderes zu tun, zu pullen, zu stacken. Stacks sind jetzt hier, der erste Stack ist schon raus, genau. Weil, hey, wenn der nächste Prophet zurück ist, dann kann man auch stacken. Ja. Doppelpull nicht geschafft hier von Board. Das ist erstmal, ja, die Lane wird jetzt pushen. Vielleicht kriegt er den Sidepull raus, versucht's. Könnte ganz gut laufen. Range Creep muss dafür noch attackieren. Ist relativ weit zurück. Ah. Kriegt es ja nicht ganz und müsste jetzt auch hier hinterherlaufen. Ah, okay. Die Range Creep schießen noch, so ist alles okay. Anyway. Der Farm hat sich ein bisschen stabilisiert. Besonders der Invoker hat jetzt hier angefangen, doch die Nice und Last jetzt rauszumachen. Dazu heißt dadurch, dass er die Attack Animation relativ miserabel ist. Hat hauptsächlich Last hittet. Somit kann Invoker hier mit den Denies ein bisschen aufholen. Und sieht dann doch gar nicht mehr so schlecht aus. Zeus hat allerdings die Rune. Die 2-Minuten-Rune. Dementsprechend sieht man hier, warum Invoker kurz den Vorteil erhalten konnte. Ja, Prophet hat jetzt Level 2.
Viper hingegen Level 4 wird hier ein bisschen angegoat. Tombstone ist draußen, allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob sie noch mehr haben. Wraith King Bottle Up hat jetzt den Stun. Zombies sind noch hinter ihm, das könnte das First Blood sein. Undying schafft nicht ganz den Sword, aber wird Witch Doctor Security Kill. First Blood für Gods. Einfach durch den Tower gedived. Hatten die Grief Wave, hatten das Zombie und hatten dementsprechend auch den Slow. Um die Viper lang genug davon auszuhalten und den Damage reinzubringen. Kriegen aber hier doch relativ viel Damage, besonders der Witch Doctor. Aber Salben sind vorhanden. Tangos sind noch einige da für den Wraith King. Von daher ist hier erstmal noch nichts verloren. Außerdem hat die Viper kaum Erfahrung verloren, da die Grief Wave immer noch hier ist. Wird auch weiterhin Level 5 jetzt für die Viper schon, nach 4 Minuten. Wird auch weiterhin, ups, nicht blocken. Wird auch weiterhin Erfahrung bekommen. Im Gegensatz zu Nature's Prophet. Ja, der wieder zurück muss, hat jetzt den Level 3. Aber eine relativ große Grief Wave, die jetzt einmal komplett durch den Tower pusht. Pull ist gemacht, somit muss jetzt Nature's Prophet, jo, riskier spielen, um noch mehr Erfahrung abzubekommen hier. Jo, Midlane ist noch relativ statisch, klar, Invoker kann besser oder kann generell denyen. Aber in Last sitzen sie noch even. Oben wieder ein Go auf die Viper. Ja, Stun vom Witch Doctor doch. Kriegt zwei Bounces hin mit dem dann. Und Sunstrike wäre auch on the mark gewesen, wenn er nicht sofort tot bist. Undying holt hier diesmal den Kill. Beide Kills leider nicht auf den Carry Wraith King. Aber sehr wichtige Kills, da die Viper halt wirklich alles bekommen hat auf der Offlane. Sogar, ja, hatte sogar 11 Last Hits, was richtig viel ist. Da war es halt für Gott sehr, sehr wichtig, das ein bisschen zu unterbinden und die Lane nicht komplett zu verlieren. Wohingegen Nature's Prophet tatsächlich jetzt in den Dschungel gehen muss, findet auf der Lane nichts mehr, hat halt den Ward, aber trotzdem kann er sich nicht so wirklich nähern, weil Silencer hat den Damage, um ihn zu raus zu harrison, und Tidehunter hat immer die Gush-Möglichkeit, die es dem, ja, die es da ermöglichen würde, daran zu machen. Haben wir jetzt den Impul nicht ganz geschafft, das könnte eventuell im Prophet, ja, ermöglichen, wieder auf die Lane zu kommen. Aber, ja, auch höchstens vielleicht für eine Lane. Je nachdem, wie der Lifestealer das Ganze mit dem Denyen schafft. Ja, diese Sports gucken sich erstmal ein bisschen um. Wir wissen halt auch nicht, ob er jetzt im Dschungel ist oder ob er halt irgendwie Tree Dodo macht. Aber sehen hier, okay. Er ist da. Smoke nach oben. Vielleicht war der Smoke nicht so ganz intended. Aber auf jeden Fall gucken sie hier, dass sie vielleicht woanders was bekommen. Haben gesehen, Nature's Prophet ist nicht hier, wird wohl im Wald sein. Rotieren. Sehr schöne Entscheidung hier. Okay. Ja, haben hier auf der Karte angezeichnet, eher oben bleiben. Witch Doctor geht dafür relativ weit vorne. Hat den Ward geplaced, aber Smoke noch nicht gebrochen. Allerdings wird er jetzt wohl auslaufen. Sehen den Silencer hier. Ping, ping, ping. Hat dem Smoke leider nichts geschafft, außerdem Tidehunter auch nicht. Vielleicht wird das tatsächlich ein Fehlklick vom Smoke. Hm. Und Lifestealer. Okay. Gräbt sich hier ein bisschen durch den Dschungel. Eigentlich ist doch der Prophet, der sich ein bisschen um die Last jetzt machen muss. Versuchen vielleicht jetzt hier den Ghost zu machen. Okay, diven. Und hat einfach ein TP. Einfach raus. Schafft! Oh, schafft es gerade so. Der eine Hit wurde nicht mehr rausgenommen. DB kommt jetzt hier rein vom Witch Doctor. Okay. Vielleicht ein bisschen Panik. Sehr, sehr knapp. Aber ja, Witch Doctor kann jetzt hier ein bisschen Erfahrung holen. Sehr schön gemacht. Hat auch mit Zeus Ulti da rein. Aber es hat halt nicht ganz gereicht. Omen, ja. Eine Zoning Blast. Was halt jetzt bedeutet, dass der Wraith King komplett out of mana ist. Viper ist hier ein bisschen aggressive. Kriegt aber relativ viele Tower Shots. Aber, ja, okay. Prophet kommt rein. Oh, sneakt sich den Last Hits. Okay. Zombies bekommen den Last Hits. Na gut. Sprout ist auch noch vorhanden. Das Blind Sprout. Sunstrike on the mark und Hit auf den Invoker. Erster Assist. 0 zu 4 für die Gods jetzt tatsächlich. Das sah irgendwie in der Laning Stage doch anders aus, weil die Viper viel bekommen hat. Aber jetzt haben sie schon den dritten Kill auf die Viper bekommen. Obwohl er, ja, Viper hat honestly nichts falsch gemacht. Spielt natürlich aggressiv, weil sie halt auch aggressiv viel bekommt. Und dadurch kommen halt ein paar Situationen mit Pickoffs. Hier war es jetzt schön, Nature's Prophet. Sie haben ihr Lineup gut benutzt, um die Kills zu bekommen. Prophet-TPs und so. Und haben dementsprechend relativ verdient den Kill bekommen. Invoker-Pause, 5 Minuten, okay. Das, jo, ist viel.
Na gut. Last Hits. Invoker, top of the board. Und, ja. Wraith King, Dawn noch nicht so weit ganz gut daran. Fast 25, 30 Last Hits hinter dem Lifestealer. Nicht so ganz gut. Das. Ich hatte den Joke, okay. Ja, gehen wir kurz da durch und danach können wir, keine Ahnung, in den Chat einsteigen. Wie auch immer. Oder was zu trinken holen. Ja. Strafe haben auf jeden Fall noch von den Farmern her relativ weit vorne. Besonders wenn man denkt, dass es hier eine Trine gegen die Viper war und die Viper fast mehr Last Hits hat als der Skeleton King. Macht entweder Skeleton King was falsch oder die Viper was verdammt richtig. Vielleicht beides. Denn die Viper hatte auch nur 3. Aber 23 Last Hits, das ist für eine Offlane relativ gut. Hat halt ein paar Kills abgegeben, aber bisher ist noch nicht viel losgegangen. Und mit den Wraith King Power Threads. Ja, genau, Items können wir mal gucken. Bisher scheint erstmal noch nichts zu sein. Klar, Mana Boots auf Zeus. Das ist erstmal das Größte. Invoker hat auch schon seine Midas, 8 Minuten. Glaube ich auch schon ein bisschen länger. Midas 34 Sekunden auf Cooldown. Ja, dementsprechend knapp 70 Sekunden schon. Ja, aber sonst noch nichts. Ja. Shall I check, tell you a joke, my farm? Ja, hat er recht. 16, wobei, 16 Last ist es. Gut, war ein bisschen im Dschungel. Ist nicht ganz Erfahrung, aber so schlecht ist es auch wieder nicht. Oh, ja. Supports sind relativ even. Grafen zeigen jetzt doch, dass Gods ein bisschen Favor bekommt, einfach durch die Kills. Beides, Net Worth XP, exakt gleich fast. Okay. Und ja. Not my wife, was? Wife Stealer. Bad joke is bad. Okay, ja, was ich eigentlich meinte wollte, war die Levels. Denn hier sind beide, alle Supports noch relativ niedrig. Tatsächlich hat das Skeleton King Level 5. Was halt bitter ist, tatsächlich ist es aber am Wraith King erstmal egal. Er ist noch Level 5, hat noch kein Reincarnate, ja. Aber auf der Trailline wird er natürlich erstmal nicht so weit angegangen, dass er das brauchen sollte. Außerdem hat er es bald. XP. Jo. Bald. Naja. Hat bald sein Reincarnate, muss aber wahrscheinlich auch erstmal gucken, ob es überhaupt skillen wird. Da, wenn es einer Pickoff ist, ich nehme an, die Supports werden auch irgendwann bald mal rotieren. Oder pushen. Und dann sollte er vielleicht noch gucken, ob es das da wirklich skillt. Um es auf Cooldown zu setzen. Mit 240 Sekunden ist schon relativ viel. Andererseits 8 Minuten Level 5. Wird er wahrscheinlich Level 11 dementsprechend auch nicht so lange erreichen. Okay, anscheinend ist es Go wieder hier. Und es geht weiter. Ich war auch fast fertig. Und dann wäre es wahrscheinlich jetzt sehr viele Ms und Ös geworden. Aber es geht weiter. Haben wir 8 Minuten Rune. Wurde schon genommen. Das hat wohl Zeus, ja, nee. Okay, nevermind. Ja, 8 Minuten Rune war irgendwo. Illusions sind keine, Invis ist keiner. Naja. Okay, wird dann schon Go für den Walker hier gemacht. Damage sollte. Ups, das war vielleicht ein bisschen. Ja, hat noch Stick Charges. Stick Charges kommen raus. Schöne Cast, ja, bounce nicht ganz. Aber. Oh, der Witch Doctor war da ein bisschen zu weit vorne. Hat das Damage schon noch gereicht mit Thunder Gods Wrath und der Bolt, um ihn dazu zu holen. Invoker überlebt das Ganze. Benutzt die Midas, wird vielleicht zurückkommen. Ping, 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 ping. Okay, nö. War doch eigentlich von Strafe her ein relativ erfolgreicher Gank. Hat es nicht ganz für den Invoker gereicht, aber haben einen Kill für den Witch Doctor bekommen, der den Damage doch etwas unterschätzt hat. Den er da ausmachen kann. Außerdem muss jetzt hier doch ein Invoker auspassen, weil eventuell könnte ein Chain Lightning into Lightning Bolt doch relativ schnell bedeuten. Ich meine, 400 Leben ist nicht viel. Und Zeus hat halt irgendwie ja, 450 Damage mit ein bisschen Damage Reduction, aber mit Static Field muss er auf jeden Fall aufpassen. Ja. Silencer hat hier gestackt und wird vielleicht was machen. Okay, mit nicht das Prophet versuchen jetzt den Go auf den. Oh, das ist bitter. Chain Lightning holt Zeus noch den Kill. Nashus Prophet war hier, sie haben nichts gemacht. Das war ein bisschen awkward. Aber gut.
Wollten vielleicht Go machen, war Absprachenprobleme. Silencer trifft jetzt hier auf die Supports, die zufällig da ein Wort haben. Suns. Was ist das für ein Sunstrike? Okay, krass. 5 Level. 350 Pure Damage. Das zieht natürlich die Supports komplett die Hosen aus. Aber auch schön gesetzt mit der Kask halt. Perfekt in 1 Sekunden Stun. Ja, und die Pinks kommen raus. Ich glaube, Strafe hat gemerkt, dass hier eine Sentry steht. Wer hätte das gedacht? Aber gut, kann man nicht mit rechnen. War halt bitter. Kask kommt raus. Nicht das Prophet kommt rein, Repeat. Aber Zeus ist da, um eventuell hier den Damage. Thundergod's Wrath ist vorhanden. Undying. Ja, Skeleton King hat seinen Reincarnate und kann das jetzt hier turnen. Kill bisher nur auf den. Was, auf gar keinen? Krass, okay. Hätte gedacht, sie hätten hier auf dem Witchstück den Kill gemacht, aber war wahrscheinlich genug Stick Charges und sonst was. Der Heal ist jetzt draußen, ist zu viert hier. Dreams sind da, um das Ganze zu tanken. Die Creefef ist auch da. Vielleicht sollte jemand die restliche Creefef abhalten. Aber anscheinend, ja, es reicht auch. Außerdem kommen sie noch in die Tombstone-Reichweite. Und holen hier doch 2 zu 7. Das war nicht so toll. Dann sind sie auf die Viper gegangen, haben alles reingeworfen. Zeus dachte, er könnte turnen, aber der Damage hat doch nicht ganz gereicht, um hier genügend zu bekommen, um das Ding zu turnen. Außerdem hat der Wraith King Slow richtig gut gesessen. Beide geslowt und damit auch noch beiden den Kill ermöglicht. 75% Slow. Da kommt man nicht mehr so einfach weg. Wraith King hat jetzt auch das Midas. Wir haben also Midas Gaming von Gods, die in Kills vorne liegen und auch das Late Game relativ gut haben. Mit Invoker, Nature's Prophet und Wraith King. Außerdem, so einen Death Ward sollte man nicht schätzen. Ja, Curse of 3. Level 3. Das, ja, also ich glaube, sie brauchen Mana Boots, definitiv. Haben wir jetzt, Witch Doctor wird wahrscheinlich auf Mana Boots gehen und baut für die Urne. Undying hat Mana Boots. Das ist sehr praktisch. Dann wird eventuell sogar Invoker Mana Boots, aber ist eher nicht nötig. Wir werden jetzt hier einfach weiter pushen. Haben die Creeper schon mit der Halo weggezogen. Zeus ist da, TPs kommen rein von Strife. Mal schauen, ob sie was finden. Ja, sie finden tatsächlich einen Wraith King. Der ist ein bisschen awkward in der Position und wird hier da unten gebürstet. Curse reicht und ja, Tide Hunter Gush. Secure den Kill. Das war ein bisschen awkward, da rechts weiter zu laufen. Ja, er hatte da, war er nicht so perfekt und war hier besser, aber er hätte vielleicht doch umdrehen sollen. Denn das hätte eventuell Re-Engage bedeuten können für Gods. So ist der Carry einfach nur down gegangen. Was halt auch nicht so toll ist. Forster für Invoker, ja. Außerdem haben sie mit dem. Stellt noch den Tombstone dahin. Vielleicht um zu turnen hier für die Viper. Hier ist auch geslowt ist und mit Zombies dann doch. Ah, und der Sunstrike sitzt wieder. Perfekt. Ich dachte, eventuell wäre ein bisschen zu weit vorne. Aber genau on the spot. Wenn er halt da losgekommen wäre, wäre das auch noch Hit gewesen. Sehr schönes Sunstrike hier von E. Der auch schön E Invoker spielt. Und ja, ja, Gods hatten eben so viele Bad Puns rausgehauen im Orchard, da muss ich jetzt auch ein paar Bad Puns reinbringen. Außerdem, warum nicht? Viper ist down, dementsprechend wird der Tower gepusht. Glyphe wird geused, aber ja, Denies kommt nicht. Ein TP kommt noch rein. Allerdings wahrscheinlich nur von Zeus, der die letzte Sekunde nutzt, um halt immerhin auf der Top, auf der Midlane weiterhin farmen zu können. Jetzt muss er aufpassen. Wraith King geht auf Blademail. Gute Entscheidung. Haben wir definitiv viel Damage. Besonders gegen Lifestealer sollte es ihm ermöglicht, gegen den Lifestealer solo zu gehen. Aber besonders die Pipe auf dem Undying wird wichtig und die Pipe, das Mecha auf dem Undying. Allerdings sehe ich da noch keinen einzigen Farm auf dem Undying. 10 Last Hits, einmal gestorben. Das sieht nicht so gut aus. Und sie brauchen auf jeden Fall einen Mech. Mech oder Pipe, am besten beides. Ist hier sehr, sehr wichtig. Da besonders halt nach dem ersten Chain Lightning oder Thunder God's Wrath muss unbedingt Mech gezündet werden. Das könnte den Unterschied tatsächlich machen zwischen alles oder nichts. Titan holt sich hier den Engine Stack. Hat das, den 2-3 Build. Kriegt zumindest noch ein bisschen Damage. Nicht vom 3-3 vom würde es ihn erlauben, komplett kein Damage zu bekommen und geht hier down. Er hatte, glaube ich, keine Mana für Anchor Smash mehr und deshalb hatten sie den vollen Damage gemacht. Ups, das ist bitter. Das ist bitter. 1800 wäre sein Blick der gewesen. Nicht ganz aufgepasst. Ja, apropos Blinkdinger auf Invoker. Jetzt ist eventuell die Initiation da. Ja, Witch Doctor trifft auf das gegnerische Team. Das ist bitter. Stirbt hier.
ohne irgendwas zu machen und dementsprechend müssen die Guards jetzt hier zurück. Rotation von 3 mit dem TP dann 4. Ups, das Kurier muss aufpassen. Kommt weg. Und es scheint, als ob alle raus TP'en. Ja, TP'en alle raus. Ich weiß nicht, Lightning Bolt macht Damage auf Minis dann. Strike an Enemy Unit. Die Frage ist halt, ob du die Unit direkt treffen musst für den Stun oder ob es halt auch Area ist. Aber ich nehme an, du musst es direkt treffen. Affecting the closest enemy hero? Not sure. Muss nur drauf. Typ wieder oben von unten. Okay. Lassen wir den Bottom Tower fallen und gehen auf den Top Tower. Und ja, Viper, richtige Entscheidung. TP raus. No Vision für the Wraith King. Wir mischen mich raus. Andererseits, Tombstone steht. Gods wollen ihn auf jeden Fall denyen. Und schaffen es hier tatsächlich, Strafe so weit zurückzuwerfen, dass sie den Deny hier bekommen. Schön gemacht. Dementsprechend steht es 2-2-1 in den Towern. Allerdings hat Gods einen kleinen Vorteil dadurch, dass sie den denied haben. Wir schauen auf die Graphen. Networth im Goldgraph sieht das Ganze natürlich für Gods aus. Geht ein bisschen hoch, da sie jetzt den Tower bekommen haben. XP ist tatsächlich auf Strafe-Seite, einfach weil der Wraith King doch sehr wenige Level hat. Außerdem sehr wenig Farm, 32 Last Hits. Müssen sie irgendwo farmen lassen. Kriegt jetzt halt die Top-Lane, aber muss unbedingt halt den Blade mehr fertig machen, um irgendeinen Impact auch zu haben. Jo, aller Rest des Teams von Gods sieht relativ gut aus. Wir haben nicht das Prophet und einen Invoker, die komplett mithalten mit dem Rest. Kriegen hier den zweiten Tower. Somit, Tower sind getradet worden, dementsprechend nicht ganz even. Aber bis auf einen Vorteil haben sie das jetzt hier. Ja, Lifestealer gönnt sich mal einen Tombstone. Und kriegt den auch ohne weitere Probleme. Nimmt auch relativ viel Damage dabei. Allerdings 60 Sekunden Cooldown. Das ist heute auf jeden Fall wert. Besonders Level 4 Tombstone, dementsprechend 150 Gold. Das ist einiges. Das Problem ist halt jetzt, sie müssen halt aufpassen. Klar, sie wollen den Tower hier haben, aber Gods pressuren beide T2s. Besonders der untere wird natürlich vom Nature's Prophet relativ gut gepressured. Oben auch ein bisschen Damage, aber ich glaube, Strafe sollte den Damage haben, um den Tower zu schnell bekommen und nichts zu verlieren. Aber gut, okay. Ja. Gegen die Viper ist auch kein Wegkommen. Von daher, schönes DP raus. Viper ist zurück DP'd, allerdings ja, trainen sie wohl 1-1. Beide Tower. Glyphe ist nicht vorhanden, dementsprechend ja, holt ihr den Deny. TP't hier weg, Silencer. Ah, kommt nicht rechtzeitig um. Und Last Word war auf Cooldown. Hätte den Global Silence machen können. Hätte ihn in den Kill gebracht, allerdings nicht sicher, ob sie für einen Nature's Prophet Kill, der sein Objective erfüllt hatte, einen Global Silence mit Millionen Sekunden Cooldown. Ja, Level 1, 130 Sekunden Cooldown. Hätten sie. Ja, hätten sie nicht tun sollen und haben sie auch nicht gemacht. Gute, ich glaube mal auch richtige Entscheidung von Strafe hier. Bisschen dir geworden. Hier oben. Vision sieht dadurch, dass es jetzt dewarded ist für Strafe relativ. Ja, sie haben Roshan Vision. Für Gods sieht es hingegen besser aus. Haben defensive Vision für ihren Jungle. Und haben auch Roshan Vision. Top Tower wird von Viper gepressured. Silencer killt den Invoker hier unten. Okay. War ein bisschen zu weit vorne. Hat zwar Blinkjäger und Forstaffer, kam aber wohl dann nicht rechtzeitig weg. Global Silence auch noch nicht geused für. Von daher freuen sie sich über Kills ohne den Global Silence. Besonders für Pickoffs ist es wahrscheinlich hauptsächlich Verschwendung. Viper ist schön oben. I'm sick. Okay. Ups, finden die Viper, die dann quasi vorbeisneaken wollte. Tubstone. Oh, okay. Ja, sehen hier die Rotations. Schön gemacht hiervon und auf einmal wird das geturnt. Schön, schöner Thundergods Wrath und schöner Silence, schöne Ravage. Dann sieht man, dass Strafe wesentlich mehr Teamfeld hat als Gods tatsächlich. Gucken hier, dass sie Turn bekommen. Allerdings kriegt der doch sehr, sehr viel Damage von der Viper. Sollte hier den Slow hinbekommen, aber blinkt der von Titaner. Titaner ist weg. Wird wahrscheinlich versuchen, den Slow zu. Ups. Ups. Sollte versuchen, den zu dodgen. Blinkt allerdings genau in Reichweite vom Stun, der dann dadurch geworfen wurde. Ich glaube, er wollte eigentlich dodgen. Aber ja, das war kein Dodge. Ups. Und ja, Wraith King kommt weg, obwohl relativ viele
TPs geforst worden. 9 zu 10 auf dem Board. Alles ist relativ even. Außer, dass Lifestealer weiterhin ohne Probleme farmt. Basher und Sage und Yasha. Das ist nicht wenig. Klar, 130 Last Hits. Net Worth hatte Invoker noch mehr durch die Midas. Radiance Courier wurde gesneakt vom Nature's Prophet. Hatten hier die Vision. Anscheinend, ich glaube hier durch die Vision. Und ja. Schöner Snipe. Da freut sich der Nature's Prophet definitiv drüber. Viper smoked hier rein. Sollte aber leider hier erstmal nichts machen. Tombstone steht wieder, gehen hier rein. Allerdings Mac gezündet, jetzt haben sie kein Damage mehr, sollten zurückgehen, ist aber ein bisschen spät. Und kriegen hier ein 2-0 Trade. Das war Overextension von den Gods. Hätten sie nicht so tief sein gehen sollen. Besonders auf eine Viper, die doch relativ tanky ist. Klar können sie nicht wissen, dass das ganze Team dahinter steht. Aber, ja. Auf eine Viper committen mit zwei Heroes. Ist vielleicht nicht die beste Entscheidung gewesen. Gut, mal schauen, wo die Gods jetzt hinwollen. Erstmal oben deffen. Kriegen hier anscheinend erstmal nichts. Blink away. Gucken, ob sie die Viper bekommen. Sunstrike erstmal off target. Jetzt muss er... Ups. Ja, das war nichts. Geht hier down. Der Faustaff, um hinterher zu kommen. Hätte vielleicht auf die Klippe gehen sollen. Wäre die beste Entscheidung gewesen. Und jetzt so langsam im 5-Man-Lineup sieht man die Stärke vom Strafe-Lineup. Im 5-Man-Action. Die Stärke davon. Wird sogar hier... Alganims gedroppt für das Mecha, dementsprechend relativ hohes Niveau, wo doch Strife hier drauf spielt. An so Kleinigkeiten sieht man das natürlich. Und ja. Sickes Teamfight-Lineup, wo sie jetzt halt mit 5-Man-Action dementsprechend den Top-Tower wahrscheinlich ohne Gegenwehr bekommen. Ja, Gods müssen jetzt ein bisschen gucken. Eigentlich wollen sie ins Late-Game. Aber Strife sind jetzt auch nicht unbedingt das Problem im Late-Game. Also haben nicht unbedingt das Problem mit Late-Game. Zeus macht auch noch einigen Damage. Bis relativ früh ins späte Late Game rein. Lifestealer ist natürlich stark. Viper ist sehr tanky. Silencer bekommt viel Mana. Und Refresher Ravage sollte man nie unterschätzen. Dementsprechend hier, ja. 3-8 Gold auf Nature's Prophet, der vielleicht auf Hex geht. Vielleicht auf Book. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wird jetzt Strafe mehr auf Teamfightliner gehen. Und sie sollten hier nicht zu dritt oder alleine in das ganze Lineup reinlaufen. Andererseits auch Invoker versucht hier oben ein bisschen Pressure zu machen. Und ja, die Media raus. Witch Doctor könnte allerdings dafür drauf gehen. Versucht hier ein bisschen zu juken. Ah, oh, und die Ravage wird committed für das Ding. Außerdem haben sie den Invoker getroffen, der jetzt deshalb auch eventuell down geht. Ja. Wird down gehen, hätte aber tatsächlich... Ja, haut noch ein bisschen Damage rein. Und das Witch Doctor, die bounced immer noch. Allerdings reicht ich nicht ganz. Und sie beißen sich hier an Strafe die Zähne aus. 4-0 der Trade. Invoker hätte rausnippen können. Nach dem Deafening Blast. Besonders nach der Cask. Aber nach der Cask hätte er halt auch im Witch Doctor weglaufen müssen. Ich weiß nicht, ob er weggekommen wäre. Auf jeden Fall sind hier definitiv die Zähne ausgebissen. Nature's Prophet hat ein bisschen gesplit pushed. Baut hier auf einen Orchid. 23 Minuten innen. Ist es immer noch sinnvoll? Besonders gegen Silencer und oder Zeus. Präferierbar Zeus. Und somit kann sich hier. Können sich hier die ersten Helden schon nicht mehr alleine auf der Lane zeigen. Besonders der Silencer hier. Das könnte der erste Pick-off werden in 4-5 Sekunden für Nature's Prophet. Allerdings können hier auch TPs reinkommen. Und na gut, Nature's Prophet farmt den Dschungel. Das hätte hier eventuell was sehen können. Hat hier den Kurier gesehen, aber kein TP vorhanden. Von daher wird er wahrscheinlich das nicht machen. Nee. Okay. Invoker guckt hier, ob er dann den Silencer solo bekommt. Allerdings, ja. Er sieht ein, haben alle Spells rausgebracht. Dementsprechend. Back to the beginning. Finden hier ein paar Wards. Mit 2 SD Warden ist natürlich immer relativ einfach. Brauchen sie auch keinen Gem für. Invoker hat dementsprechend auch nicht seinen Ghostwalk als Escape und hat hier dementsprechend auch Blink Forstiff gebaut und BOTs kommt relativ gut weg da. Sehen jetzt hier auf der Lane da den defensiver Silence ist sehr gut genutzt, wenn sie jetzt hier weggehen ohne was zu verlieren. Stun kommt raus, war hier auf den Hero, wie ich eben gedacht habe, war auf den Hero, aber ja.
hätten es dann gemacht. Keine Ahnung, ob er das auch gemacht hätte, wenn es nicht auf den Hero wäre. Baut sich relativ gut, jetzt kommt er zurück. Witch Doctor, die Seite steht sehr gut, können sie nicht unterbrechen. Allerdings, ja, können sie das auch einfach mit Hits unterbrechen. Weiß nicht, ob er da hätte weglaufen müssen. Ach so, Basher, okay, ja. Wurde gebasht. Sehr schön hier gemacht. Infest in Zombie. Ist auch direkt rausgekommen. Das war nichts. Ja. Lifestealer Dominating Streak an Wraith King, der jetzt damit ein bisschen aufholt. Und jetzt müssen die Viper aufpassen, dass sie nicht overcommitted. Viper Strike ist raus. Haut noch Ulti raus. Und sollte hier dementsprechend supporten, weil das Ulti durch Nethertoxin ist Leben war. Das Problem ist jetzt natürlich, dass, ja, hat alleine gelassen. Geht hier doch down durch die Undying. Mech ist draußen, regenerating fast. Kein Follow-up, glaube ich, vorhanden. Aha, Decay. Oh, Level 2, 60 Damage, okay. Ich dachte schon so, okay. Buyback von Invoker? Okay. Rage Buyback? Nee. Okay, Solo gegen Titaner gestorben. Auf der Bottomlane. Vielleicht doch Rage Buyback? Naja, naja, naja. Zieht sich hier noch seine Midas, aber trotzdem... Weiß nicht, ob das so nötig wäre. Die Pharma von Gods, ja doch, es ist immer halt immer relativ even, Last Hits, aber ja, so langsam ist zumindest der Nature's Prophet so langsam im Kommen, im Farmen. Allerdings, ja, ist der Wraith King immer noch hinter dem Support Tidehunter. Das sollte nicht passieren. Wenn er eben nicht gestorben wäre, wäre das definitiv was besser. Ich meine, ja, Last Hits, aber er hat jetzt auch schon ein paar Kills und eine Net Worth. Ja, doch, ist immer noch ein Tip-Tight-Hunter. Nicht relativ knapp, aber trotzdem. Hätte vielleicht natürlich das Prophet eben stehen bleiben sollen, noch vielleicht ein, zwei Hits. Hatte noch eine Orchid. Somit wäre dann der Viper Strike nicht rausgekommen. Von daher, ja. Wahrscheinlich eine Fehlentscheidung von Nature's Prophet, hier oben weg zu TP'en. Hätte er noch mehr machen können. Zwei Hits hätten auch gereicht. Okay, Invoker ist hier ein Problem. Aber Global Sinus ist draußen. Konnte halt weg TP'en. Basher ist raus. Wraith King geht down, hat kein Ulti. Damit können sie hier nicht turnen. Außerdem haben sie auch nicht so viel, um hier wirklich zu turnen. Ja. Sollte hier vielleicht seinen Tornado machen. Okay. Versuchen hier zu turnen. Sunstrike nicht zu wenig. Versucht hier mitten vor der Base zu TP'en, was dementsprechend dem Zeus erlaubt hat, zu catchen. Keine gute Entscheidung. Und somit steht es 22 zu 14. Strafe bekommen so langsam die nötige Lawinengefahr, um hier durchzupushen. Machen auch schon jetzt hier Pressure auf dem Top Tower. Sollten hier nicht machen, an der nächsten 22 Sekunden wieder da. Das sollte reichen. Und ja, auch Zeus geht wieder zurück. Hat bald den Refresher. 500 Gold. Und dann könnte hier der Witch Doctor einen Witch Doctor und auch Invoker Problem bekommen. Invoker versucht hier ein bisschen Split Push zu machen. Muss jetzt hier aufpassen, dass er nicht zu viel Damage von Zeus bekommt. Meteor trifft, aber... Ja. Hat ein bisschen Damage gemacht. Hälfte an Tower Damage. Und dafür kriegen sie hier oben nicht den Lifestealer. Ja, sonst weg auf dem Mark. Wraith King versucht raus zu typieren. Ulti channelt. Haben sie dafür Follow-up? Andere sollte da reingehen, Tombstone checken. Allerdings, glaube ich, haben sie das schon aufgegeben? Nee, haben sie nicht. Dann fliegen sie nur den Tombstone rein. Okay. So langsam fangen Gods an, ein bisschen mit der, mit den Entscheidungen zu, lacken. Und werfen hier ein Kill nach dem anderen weg. Das ist nicht so toll. Also hier hätte früher reingehen können. Ups. Okay, das war ein bisschen. Ja. Schönes Rage. Halt auch passend zum Deafening Blast. Und dadurch haben sie den Wok halt auch noch ein bisschen overextended hat. Nicht, glaube ich, mit dem Rage gerettet hat, oder dachte er war schneller. Jetzt hier, ja, nicht, das Prophet geht drauf, allerdings ist halt wieder. Er hätte turnen können und entscheidet sich, ein bisschen zu paniken. Ich glaube, wenn sie beide geturnt hätten mit dem Heal, hätten sie da eventuell den Lifestealer down bekommen können. Hat auch keiner Aegis. Ist doch relativ aggressiv drin dafür, dass er keiner Aegis hat. Und sie gehen halt einfach weiter. Gott, müssten jetzt hier einfach turnen und goen. Das wäre nicht das Problem. Ja, 500 Leben sind einiges. Mit einem Rage. Aber sie haben das Witch Doctor Ulti zugegeben eben nicht gehabt, weil die Chance auf den Silencer noch da war.
aber vielleicht ein bisschen zu zaghaft. Müssen sie gucken. Müssen sie das Replay analysieren und dann gucken, ob vielleicht mehr nötig war. Weiß ich nicht. Aus meinen Augen sehe ich natürlich auch nicht alles. Und wenn man da mal irgendwie eine Minute drüber nachdenkt, kommt man wahrscheinlich zu anderen Ergebnissen, als jetzt hier schnell mit einem Overextension und Death. Kann natürlich viel auch passiert sein. Jo, Tower ist down gegangen, unten. Auf der Botlane. Und somit sind so langsam Gods in ihrer Base gefangen. Noch fast doppelt so viele Kills, Strafe hier, wie Gods. Können so langsam anfangen, Rush an in Betracht zu ziehen. Mit Lifestealer sollte das relativ easy gehen. Mal schauen, werden wahrscheinlich erstmal gucken, ob sie hier demonen können. Nö. Na, zu Ice, wohin gehst du? Argus Refresher. Okay, ist vielleicht einfach nur ein bisschen am Farmen. Titan, da macht man Anchor Smash, okay. Naja. Gut. Also, wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn Strafe jetzt einfach anfängt, okay, lass uns mal gucken, hier, hier, hier und hier, ob da Wards sind. Wenn nicht, lass mal rushen gehen. Haben jetzt noch gerade einen Elo für einen Silencer, der schön aufpassen könnte. Haben Healy Lane, dementsprechend könnt ihr nur einen Smokesee entdecken, aber die Silencer Elo hier aufgestellt ist eigentlich relativ sinnvoll. Blinkt der gestern den Invoker, der kann nicht reinjumpen. Dementsprechend haben sie alle Zeit der Welt, um Rushern zu machen. Der Silencer hat einen Slot frei. Dementsprechend die Aegis nehmen. Sinnvolle Entscheidung. Aegis und dementsprechend werden sie jetzt so langsam gucken, wann Roshan möglich ist. Doppel-Ulti. Ihr seht oben an der Leiste richtig viel Damage. Das Erstaunliche ist tatsächlich, dass Undying poppt vor Witch Doctor. Aber der Punkt ist, dass Undying halt low war und deshalb natürlich der Witch Doctor Ulti, der Zeus-Ulti gepoppt wurde. Und ja, Witch Doctor Ulti überlebt tatsächlich ein Doppel-Aga-Refresher-Ulti auf Level 16. Das hätte ich tatsächlich nicht so ganz gedacht. Ah, ein Invoker geht jetzt hier vor, schafft nicht mal einen Force-Staff rechtzeitig zu benutzen. Und das könnte jetzt hier das GG sein. Gehen halt alle nacheinander rein. Ich glaube, Sanis ist raus. Er könnte jetzt hier den Witch Doctor Ulti aufstellen. Ja, ups, doch nicht raus. Ups, ja. Okay, Sanis Ulti war nicht raus. Dementsprechend wird es hier zum relativ Slaughter. Buyback von Invoker, Dieback von Invoker und das sollte es GG sein. Ja, GG von Invoker. Schön gespielt von Strafe. Das hat am Anfang ein Ticken, wo im Late Game, wo im Early Game sie doch ein bisschen geleckt haben. Aber ja, jetzt haben sie sich zusammengerafft, haben ihr die Stärke ihres Lineups ausgespielt. Okay, dann wurde es GG. Ja doch. GG. Haben die Stärke jetzt alles ausgespielt, genau, haben gute Teamfights gemacht, haben es geforst, haben gefivemanned und da hat auch ein bisschen so der Farm auf dem Wraith King gefehlt, um da wirklich was entgegenwerfen zu können. Gut, 1:0 für Strafe, damit sind Strafe weiter und im Halbfinale... Im Halbfinale, mal schauen... Halbfinale, genau. Im Halbfinale gegen Fairy oder Neometa. Gegen Fairy plus 4. Gut, dementsprechend beende ich den Cast und viel Spaß im weiteren Leben euch noch. Ja, bis zum nächsten Cast. Bis dann. Ciao, ciao.